So, der St. Oswald-Tag drückt näher. Wir haben noch 34 Tage Zeit und die Ehre, ja, macht uns zu schaffen. Wir sind ein nicht ehrbarer Mann anscheinend, denn... Menschen verlassen die Burg. Entspann dich mal. Ach du heilige, Bier können wir nicht halten. Dann gehen wir mit den Steuern ein bisschen nach. Ja, wir mussten schon einmal ein Bankett halten, um uns ein bisschen Ehre zu holen. Jetzt brauchen wir ordentlich Kleidung. Die kommen zwar langsam wieder rein, aber auch der Honig ist ein wenig, ja, schwer bekömmlich. Deswegen sind wir schon Die fleißigst. Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Okay, der Bierausschank ist weggefallen. Dann schenkt mal kein Bier aus erstmal. Ja, okay. Passt erstmal soweit. Das ist natürlich echt das Problem. Die Menschen sind nicht mehr produktiv, jetzt wo wir so nett zu ihnen sind. So, Gebäudelimit ist schon wieder erreicht. Häufige Gottesdienste kriegen wir aber noch hin. Halbe Rationen, da sind wir jetzt wieder ganz gut dabei. Da können wir bald mal wieder auf Ganze gehen. Tja. Und ansonsten, der Hof des Hofnarren kann mal bleiben. Die Bühne hier hinten packe ich mal weg. Stimmung ist auch jetzt nur noch plus 8. Das heißt, wir gehen mal wieder auf normale Rationen. Oder auch nicht. Kacke. Dann checkt mal wieder Bier aus kurz. Es ist wirklich ein Tanz auf der... Naja, ist schon. So, und ich versuche jetzt überall noch ein bisschen Ehre zumindest rauszukitzeln. Aber so einfach ist das natürlich nicht. So, der Hopfen wird an sich ja auch gut verarbeitet. Okay, wir sind echt vom Bier abhängig. Das ist ein bisschen nachteilig. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt mal in regelmäßigen Abständen wieder eingeliefert. Tja, das kann man mal wegreißen. Die Wahrsagerin würde ich eigentlich gern Der stehen Schimmel lassen. macht unsere Gemüse matschig, mein Herr. Schimmel. Ja, Gemüsefarm hätte ich vielleicht natürlich auch nochmal mit dem Weinberg mitmachen sollen. Das hätte nochmal mehr Ehre gegeben. Aber jetzt liegen wir bei 7000 Ehre. Also so lange haben wir es nicht mehr. Wir werden es schaffen. Die Statuen garantieren uns da schon mehr oder weniger den Sieg. So. Ich kann mich jetzt aber auch irgendwie hier von nichts mehr wirklich trennen, was die Gebäude angeht. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. 80% Produktivitätseffekt, das geht schon klar. Und die 8 Stimmung brauchen wir momentan eben. Weil wir können jetzt auch mal von den Steuern ein bisschen zurückgehen. Jetzt hier nochmal ein bisschen was wegholzen. Zeit des Wahrsagens einmal. Und den Die Taubenschlag. Schweinepest hat zugeschlagen, mein Lord. Unser Schweinebestand wurde ausgelöscht. Das ist eine Schweinerei. Anders kann ich das nicht bezeichnen. So, Honig kommt wieder, Kleidung kommt auch wieder. Aber das brauchen wir jetzt wahrscheinlich schneller. Also da müssen wir die Produktivität wieder hochfahren. Tja. Dann sollten wir wohl wieder Strafen einführen. So einfach ist das. Wir schwenken immer ein bisschen um. Oh, sind jetzt schon am Gebäudelimit. Was kostet denn hier so viele Gebäude? Ja, die scheiß Statuen, ne? Gut, hier Tanzbär. Das könnt ihr euch alles sonst wohin stecken. Wir machen mal niedrige Steuern. Geldmäßig haben wir es sowieso momentan, aber wir packen jetzt ein, zwei Strafen auf jeden Fall mal rein. Streckbank, Schaugalgen, dieses scheiß Gebäudelimit, ey.
Ich habe heute ein zusätzliches Gut, my Lord. So, Schafzucht. Diese Rationen sind kärglich. Wir wollen mehr. Kerzengießer. Ich werde heute keine Pause einlegen, my Lord. Okay, hier können wir mal wieder warme Gefühle für euch, mein Herr. Auf reguläre Rationen gehen. 7800 Ehre. Ja, der Honig könnte jetzt mal wieder kommen. Ich habe heute 4 zusätzliche Güter, my Lord. Ja, dann mal ab in die Burg damit, Kollege. Könnten natürlich auch mal überlegen, ob man ein, zwei Imkereien noch hier oben hinsetzt. Die Rebendürre lässt unsere Reben welken, my Lord. Ich fürchte, die Weinernte wird dieses Jahr schlecht ausfallen. Tja, glücklicherweise haben wir keinen Wein angebaut. Das ist ganz gut. So, und tatsächlich sitzt uns jetzt am ehesten der Honig wieder am Nacken. Das mit der Ehre werden wir schon gewuppt bekommen. Ich werde mal eine Hopfenfarm wegreißen hier. Und da nochmal eine Imkerei hinstellen. So, Ehre. Du kannst dich jetzt beeilen. Es ist die Ehre tatsächlich am weitesten. Ich glaub's ja nicht. So, lass auch mal zurückfahren. Die Leute fürchten sich ein bisschen vor euch, my Lord. Zu Recht. Zu Recht. So, ich hoffe, hier wird auch noch gearbeitet ordentlich. Naja. Kleidung kommt ja zumindest schon mal ganz gut rein. Dieses Gebäudelimit ist mir echt ein Dorn im Auge, das muss ich aber wirklich sagen. Sobald wir die Ehre haben, werden wir da alles abreißen. Ich denke mal, so ein paar äußere Statuen können wir schon mal wegnehmen. Das fällt ja nicht allzu schwer ins Gewicht. Und dann hier nochmal 3 Imkereien hinsetzen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Das mit der Kleidung, das wird schon klappen. So, 27 Tage noch. Wir werden das hinbekommen. Jetzt müssen wir es hier nur ordentlich sozusagen zu Ende führen. So. Den nächsten Schaugalgen. Das kann da nicht platziert werden, my Lord. Da nochmal was hin. Sollte das schon funktionieren. 9000 Ehre. Okay, wir nähern uns da der magischen 10.000er Marke. Honig habe ich jetzt hier 3 neue Imker hingesetzt. Das sollte passen. Tja, das sollte passen. Ist jetzt auch die Frage, ob es das dann wirklich tut. Mir gefallen diese Folterkammern nicht. Ich gehe lieber wieder schuften. Das machst du sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gerne. Die Leute fürchten sich vor euch, my Lord. So. 9084 Ehre. So, hier. Zack. Die Riege reiße ich jetzt einmal komplett ab. Eine schwarze Katze wurde gesichtet, Sire. Und wieder einmal sprechen unsere Bauern von Hexerei. Sie sind zutiefst besorgt. Tja. Das sind sie doch eigentlich immer. Die Guten. Naja. Na, man merkt, wie die Produktivität anzieht. Das merkt man auf jeden Fall immer bei den Strafen. So, Ehre 9470. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Minus 30 Hexerei. Das ist natürlich immer sehr, sehr nett. Aber wir haben uns hier schon eine sehr funktionierende Wirtschaft aufgebaut. Keine Steuern. Das ist eine angenehme Veränderung. Bring mehr Honig und denk nicht so viel nach, Kollege. Das bekommt dir besser auf Dauer, glaub mir. Sonst endest du im Rad. Oder am Auspeitschpfosten. Die Rebendürre lässt unsere Reben welken, my Lord. Ich fürchte, die Weinernte wird dieses Jahr schlecht ausfallen. 200% Produktivität, das ist super. So, die Ehre geht auch hoch.
Auch das begrüße ich. Tja, das eine Holzfällerlager macht sich jetzt natürlich irgendwann auch bemerkbar. Okay, aber beim Honig haben sie sich auf jeden Fall auch ins Zeug gelegt ordentlich. Ah ja, das werden wir locker schaffen. Das werden wir locker schaffen. Die Kleider haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal voll, jawohl. Ich hoffe, der Honig wird dann auch gleich folgen. So, minus 4, was ist hier los? Gut, gehen wir mal auf doppelte Rationen. Das kann das Brot auf jeden Fall noch ein bisschen stemmen. So. Und dann haben wir auch den Honig gleich. Die Ehre haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal. Sehr schön. So, und da sehe ich doch schon fleißig Honigbauern vor Angst. Ich bin ein guter Arbeiter, nicht wahr, Sire? Kein Grund, mich in Eisen zu legen. Ja, momentan sehe ich da wirklich keinen Grund. So, jetzt haben wir es doch eigentlich schon mit dem hier. Nice. Meine Güte, mein Lord, wir haben es geschafft. Die Bauern sind müde, aber glücklich und freuen sich auf das Fest. Wie auch ich, mein Herr. Sieg! Ja, das kann man so sagen. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Mit einer Menge Statuen. Am Ende ging die Ehre dann doch ganz gut. Und ein wenig Honig und Kleidung. Man merkt echt den Unterschied. Wenn man sie verwöhnt, arbeiten sie gar nicht. Und wenn man sie ja, quält, dann sind sie unzufrieden, arbeiten aber richtig schnell. Aber man kriegt nicht viel Geld für Statuen und für Ehre. Das war halt so ein bisschen der Zwiespalt. Wir haben es einmal gut versucht, aber es hat dann doch besser geklappt mit den Foltern. So, Ehre 10.148, Gold 11.871. Die Waren sind auch schon recht beeindruckend. 5.516 Holz, 4.187 Stein, 307 Wolle, 172 Hopfen, fast 2.000 Äpfel, über 2.000 Käse, 1.300 Fleisch, 199 Getreide, dann noch ordentlich Mehl, richtig Fettbrot, 2.600. Das haben wir gut gelöst in dieser Mission, das Brot. Das muss mir nie einstellen, 1.000 hatten wir immer vorrätig. Richtig viel Bier und eine Menge Kerzen, Fleisch und Gemüse habe ich jetzt gar nicht drauf gesetzt, auch auf Wein nicht. Ich dachte, wir müssen die Kleider und den Honig abdecken und auch Waffenproduktion hat sich erübrigt, brauchten wir einfach nicht. Der Burgherr konnte die Wölfe schon allein plätten und die Länderei einnehmen, von dem her, ja, 9 Gebäude zerstört, das waren die Ruinen. Ich denke, wir können sehr zufrieden sein mit dieser 8. Mission. Der Krieg endet nie wirklich. Selbst nach dem Ende der Schlachten, wenn das Leben wieder normal ist, erinnern wir uns noch an ihn. Aber wir können unser Bestes tun, um den Menschen die Hoffnung zu geben, dass das Leben wieder gut sein kann. Wir haben den Leuten diese Hoffnung gegeben. Und wir werden versuchen, ihr Leben wieder gut zu machen. Ja, weise Worte von der guten Lady Catherine. Ja, und tatsächlich war das die letzte Mission der Wirtschaftskampagne, die wir damit auch durchgespielt haben. Deutlich kürzer und auch ein wenig einfacher als die Militärkampagne, wie ich fand. Aber eine schöne Abwechslung dazu. Ein Staat, eine böse Gemeinde, Stürme, der Pilgerweg, Rennen um die Reliquie, die Geisterstadt, Abtrünnige und eine Feier. Ich fand ehrlich gesagt, das ist mit den Abtrünnigen am schwersten, weil da ein bisschen die militärische Komponente noch mit reinkam und das nicht so einfach war. Aber wir haben sie alles hinbekommen und haben die Wirtschaftskampagne genauso wie die Militärkampagne auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Das heißt, die Rückkehr des Wolfs und Lady Catherines Abtei sind jeweils abgeschlossen. Die Militär- und die Wirtschaftskampagne, das Let's Play zu Stronghold 3 allerdings noch nicht, denn mit der Gold Edition, die wir hier auch zusätzlich mit inklusive spielen, ist ja die Blackstaff-Kampagne hinzugekommen und die soll nochmal ordentlich schwerer sein als die Militärkampagne. Das heißt, die wird uns, glaube ich, nochmal richtig herausfordern. Ja, Tutorial haben wir durch. Ob wir hier nochmal reingucken, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wird es dann in den nächsten Folgen weitergehen mit der Blackstaff-Kampagne hier bei Stronghold 3. Darauf dürft ihr euch nochmal freuen. Ich tue es auf jeden Fall auch. Wie gesagt, zusätzlicher Inhalt der Gold Edition bei Stronghold 3, die ich gleich miterworben habe. Ja,
In diesem Sinne verabschiede ich mich heute erstmal von dieser Folge und von der Wirtschaftskampagne und sehe euch dann demnächst hoffentlich bei der Blackstaff-Kampagne wieder. In diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.